Hi, du möchtest wissen, wie man einen eigenen Zifile-Server installiert? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Mein Name ist Christoph Dulig-Prenzinger von Datamate und das ist Zifile 7 ganz einfach. Ein komprimierter Videoguide für IT-Administratoren, Anwender und alle Personen, die gerne mehr über Zifile erfahren möchten. Im heutigen Video geht es um die Installation eines eigenen Zifile-Servers auf einem angemieteten vSERVER, in einer VM oder auf einem eigenen Server. Hierzu habe ich euch auch schon was vorbereitet. Im Endeffekt, ich habe dazu auf meinem iPad mal ein bisschen gemalt. Und heute geht es darum, dass wir eben Zifile auf einem Server installieren. Und am Ende soll es eben möglich sein, über oder von einem Smartphone, einem PC oder einem Notebook direkt auf Zifile zugreifen zu können. Das Ganze wird am Ende dieses Tutorials erstmal nur über HTTP und den Standardport 8000 von Zifile passieren. Aber sozusagen in einem der nächsten Videos werden wir sozusagen diesen Teil hier HTTP komplett nochmal ergänzen um einen eigenen Webserver und ein Let's-Encrypt-Zertifikat, so dass wir einfach dann auch eine HTTPS-Verbindung über eine beliebige Domain wie zum Beispiel cloud. Oder cifile.deinedomain.de erreichen können. Genau, aber wie gesagt, heute geht es eben nur um die Installation von cifile. So, konkret werde ich folgende Punkte mit euch durchgehen, nämlich ich werde euch den Link geben zum Zifile-Handbuch, das englischsprachige Zifile-Handbuch, weil dort einfach alle Befehle drin sind, die notwendig sind, um Zifile zu installieren. Ich werde über die verschiedenen Installationsvarianten sprechen, also sei es SQLite gegen MySQL oder Docker gegenüber der manuellen Installation. Und am Ende, ja, das konkrete Doing wird sein, wir werden die Voraussetzungen für einen Zifile-Server installieren, also eine Datenbank in Form von MySQL und die notwendigen Python-Pakete. Und dann werden wir Zifile dadurch installieren, dass wir die entsprechende TAR-GZ-Datei runterladen, entpacken und das Installationsskript ausführen. Ihr werdet sehen, das wird super simpel. So, am Ende werden wir eben per Webbrowser über den Port 8000 und HTTP auf Zifile zugreifen, werden testen, ob die ganzen Funktionen gut funktionieren. Und ja, im Endeffekt den Ausblick habe ich sozusagen schon angerissen. Im Endeffekt, im ersten Video geht es eben um die Installation von Zifile. Im zweiten Video wird es um die Ergänzung von einem Webserver und einem Let's Encrypt-Zertifikat gehen. Und dann wird es noch viele andere Videos geben, teilweise für IT-Administratoren, wo die dann zum Beispiel lernen können, wie man Only Office in Zifile integrieren kann oder wie zum Beispiel das Anbinden von mehreren Backends funktionieren kann. Aber es wird auch Videos geben für die Anwender, also sozusagen, wo es darum geht, was kann ich mit dem Zifile-Client alles anstellen? Was kann ich vielleicht mit der iOS-App machen? Oder wie man zum Beispiel hier gerade sieht, wie kann ich Zifile mit Notability zusammen verwenden? Also, dass in dem Moment, wo ich hier irgendeine Notiz durchführe, das Dokument dann automatisch, diese Notiz automatisch in Zifile gespeichert wird. So, gar nicht mehr lange vorreden, jetzt wollen wir direkt loslegen. Im Endeffekt, ich hatte gerade schon erwähnt, im Endeffekt, Zifile Manual ist sozusagen der erste Anlaufpunkt, aber es gibt noch eine zweite Seite, die ich euch ans Herz legen will, das ist nämlich cifile.de, beziehungsweise was umleitet auf decifile.com, also die deutschsprachige Webseite zu Zifile. Und dort gibt es eben, findet ihr die neuesten Informationen unter News oder irgendwelche Hinweise auf vielleicht irgendwelche Veränderungen von Zifile oder vielleicht neue Features, die gekommen sind. Und unter Support gibt es eben den Benutzerbereich, wo es eben auch ein umfangreiches Anleitungsbuch gibt auf deutscher Sprache oder eben für die Administratoren. Dort findet man verschiedene Links zum Beispiel zum Forum, zum englischsprachigen Zifile Manual, auf das ich gerade eben gleich oder auf das ich gleich eingehen werde. Und hier findet man dann eben noch den Downloads-Bereich, wo wir später dann auch die Zifile-Datei runterladen werden. So, starten wir mit dem Zifile Manual. Im Endeffekt, den ersten Teil Overview können wir getrost überspringen. Dort werden kurz Links genannt zur Roadmap, zu FAQs oder vielleicht auch, welche Zifile-Komponenten es sozusagen gibt. Im Endeffekt, uns interessiert jetzt in dem ersten Teil des Videos dieses Deploying Zifile an der Linux. Und hier empfiehlt sich Zifile eben für den persönlichen oder für den Home-Einsatz sozusagen Zifile mit SQLite und für den produktiven Einsatz eine MySQL-Datenbank. Ich bin kein Fan davon. Ich habe ehrlich gesagt sogar schon auf dem Raspberry Pi Zifile mit einer MySQL-Datenbank betrieben. Also ich würde euch nicht raten, limitiert euch nicht mit SQLite, sondern verwendet direkt MySQL. Es gibt keinen Grund aus meiner Sicht, der irgendwie aus ressourcentechnischer Sicht oder aus irgendwie Komplexitätssicht für SQLite spricht. Genau. Für den Production- oder Enterprise-Bereich nennt hier das Zifile Manual drei verschiedene Installationsmethoden, nämlich einmal entweder Docker, ein vorgefertigtes Installationsskript oder eben die komplett manuelle Installation. Naja, im Endeffekt Docker ist eine Virtualisierungstechnik. Das komplette Zifile-System wird in Form einer Docker-VM
zur Verfügung stellt. Naja, das werden wir heute nicht machen, weil man soll ja was lernen dabei jetzt, dass wir Cifal installieren und deswegen werden wir nicht Docker verwenden. Das wird vielleicht in einem der späteren Videos nochmal kommen. So, das Installationsskript, dieser Link hier verweist auf ein Gitter-Projekt, was meiner Meinung nach total veraltet ist. Im Endeffekt, da wird noch auch referenziert auf Ubuntu 14.04 oder vielleicht auch, ja, vielleicht auch schon 16.04, aber dieses Skript ist meiner Meinung nach 3 Jahre alt. Ich würde euch nicht empfehlen, das zu verwenden, sondern macht die manuelle Installation zum einen. Cifal-Installation ist einfach super trivial und ihr habt einfach eine bessere Kontrolle darüber, was einfach installiert wird. Genau, also wir werden sozusagen Cifal installieren mit einer eigenen Datenbank. Wir werden im ersten Teil dieses Videos noch nicht auf Memcache und Nginx und Apache eingehen, sondern eben ja, sozusagen erstmal nur das Cifal-Basissystem installieren. Deswegen wechseln wir jetzt hier auf Deploying Cifal with MySQL. Also, ganz kurz, im Endeffekt, ich hatte es schon erwähnt, Cifal kann ganz einfach dadurch installiert werden, man lädt es herunter auf einem Linux-Betriebssystem. Vielleicht wichtig, es muss nicht Ubuntu 18.04 sein, es kann auch ein Debian oder auch ein CentOS sein, wobei wir persönlich, wir von Datamate, wir verwenden, wenn man möglich, immer Ubuntu, weil wir einfach am meisten Erfahrung damit haben und zum anderen, weil von den Entwicklern selbst, also der Cifal Limited, auch immer Ubuntu verwendet wird, deswegen sehe ich da einfach am wenigsten Komplikationsmöglichkeiten. Wenn man sich mit anderem Linux-Betriebssystem wohler fühlt, spricht aber auch nichts dagegen, dieses zu verwenden, weil die Voraussetzungen von Cifal sind denkbar überschaubar, nämlich neben einer SQL-Datenbank, das kann entweder MySQL oder MariaDB sein, sind das einfach nur ein paar Python-Pakete, die sozusagen in den meisten Distributionen einfach vorhanden sind. Und wenn diese vielleicht nicht vorhanden sind, müssen sie vielleicht durch irgendwelche Paketquellen noch hinzugefügt werden. Aber eigentlich sind die Voraussetzungen denkbar simpel, weil Python 2.7 ist, naja, einfach ein absolutes Standardpaket. So, und genau das werden wir sozusagen jetzt machen. Wir installieren die Voraussetzungen für Cifal. Wir werden eine SQL-Datenbank installieren und dann werden wir eben Cifal installieren. So, ich springe also direkt in die Kommandozeile von meinem V-Server. Ich bin dort schon eingeloggt als Root-User. Und vielleicht einfach nur, um euch zu zeigen, das ist ein ganz normales Ubuntu 18.04 LTS-Serversystem. Und auf diesem Serversystem läuft noch nichts anderes als ja, ein SSH-Server, sodass ich mich von außen eben mit verbinden kann. Und ansonsten laufen darauf gar keine Dienste. So, ein UpGet-Update muss ich wahrscheinlich gar nicht machen. Das ist bei meinem Anbieter schon standardmäßig immer schon einmal ausgeführt. Sicherheitshalber machen wir es noch einmal. So, und jetzt geht es eben um die Installation der Voraussetzungen. Hier gibt es schon einen Blog, der heißt Ubuntu 16.04. Den können wir auch für 18.04 verwenden. Es wird jetzt hier empfohlen, erst Python zu installieren und dann den Rest. Ganz ehrlich, ich habe das schon ausprobiert. Man kann auch diesen Schritt direkt überspringen, solange Python 3 nicht zum Standardpaket in Ubuntu 18.04 wird, ist das total unkompliziert, das schon zu verwenden. So, ich versuche das mal rüber zu kopieren, genau. Und ganz wichtig, ich ergänze noch den MySQL-Server, weil ich will auch diesen noch installieren. So, wie gesagt, das ist nur die Installation der Voraussetzungen. Man sieht, das sind jetzt 803 Megabyte, die installiert werden sollen. Den lasse ich jetzt einfach mal installieren und nutze kurz die Gelegenheit, um ein paar andere Worte noch zu erwähnen. Also mir ist ganz wichtig, im Endeffekt, ich und mein Team von Datamate, wir beschäftigen uns tagtäglich mit Cifal. Cifal ist unser täglich Brot und wir ja, bieten euch sozusagen, wann immer ihr wollt oder für jeden, der Interesse hat, diverse Dienstleistungen rund um Cifal an. Also ihr könnt von uns Cifal Professional Lizenzen erwerben. Wir installieren euch euren eigenes Cifal-System auf einer Hardware oder auf einer VM eurer Wahl. Wir konfigurieren und wir customizen es auch nach euren Bedürfnissen. Das heißt also eigenes Logo, eigenes Login-Bild, eigene Farben, eigene Prozesse. Wenn ihr Cifal irgendwie angepasst haben wollt, auch das können wir gerne für euch machen. Und wir übernehmen auch Support und Wartung, wenn ihr das wünscht. Entweder zum einfach per Zuruf auf Rechnung oder auch mit einem rundum sorglos Paket in Form eines Wartungs- und Supportvertrags. Ja, wir können mittlerweile auf viele Jahre Cifal-Erfahrung zurückblicken und betreuen einfach viele Kunden in ganz Europa. Also wann immer ihr irgendwelche Probleme mit Cifal habt, denkt bitte an uns, kommt auf uns zu. Das ist das, was wir tagtäglich machen und von dem wir auch leben und unsere Familien ernähren. Genau, das sollte es auch gewesen sein zum mein eigenes Thema, die Cifal, also die Installation der Voraussetzungen sollte jetzt auch gleich abgeschlossen sein. Also die verschiedenen Pakete sind schon runtergeladen worden und werden jetzt hier gerade sozusagen Setting Up, also sozusagen eingerichtet. Und wie gesagt, das ist rein nur die Vorbereitung für die Installation von Cifal. So, ein Punkt, den ich jetzt anders mache als im Manual, zwingt mich dazu, jetzt noch ein, zwei Sachen extra zu machen.
Aber wenn, ich möchte ja gerne erklären, warum ich das anders mache und warum ich glaube, dass es sinnhaft ist, anders zu machen. Hier im Manual wird sozusagen darauf eingegangen, dass man dieses Setup C-File MySQL jetzt einfach ausführen kann. Und über dieses Skript würden dann eben die entsprechenden Datenbanken von C-File angelegt werden, auch der C-File-Datenbank-User. Ich möchte aber gerne, dass mein C-File unter einem eigenen System-User läuft und nicht unter dem User-Root. Und deswegen würde ich noch vorher ein AddUserC-File ausführen. Der kriegt auch ein eigenes Passwort. Die restlichen Informationen sind vollkommen egal. So, und jetzt habe ich einen User angelegt, C-File, und unter dem soll der C-File-Dienst später laufen und der hat keine Root-Berechtigung. Das heißt also, C-File läuft mit eingeschränkten Berechtigungen im System. Jetzt gibt es aber eine Abhängigkeit oder beziehungsweise eine Folge mit Ubuntu 18.04, die jetzt seit da neu hinzugekommen ist, die das Leben mir etwas erschwerert. Es ist nämlich so, unter 18.04 wurde die Authentifizierungstechnik von MySQL umgestellt von Passwort-Authentifizierung auf Authentication Socket. Ich erkläre euch kurz, was das bedeutet. Im Endeffekt, wenn der Root-User bei Ubuntu 18.04 einfach MySQL eintippt und Enter drückt, dann ist er sofort eingeloggt. Also er muss kein Passwort eingeben, er muss kein Root-Passwort kennen, aber das funktioniert eben nur für den Root-User. Wenn ich jetzt zu einem anderen User wechsle, wie jetzt zum Beispiel dem C-File-User, und dann irgendwie versuchen würde, mit User-Root und dem irgendwie einem Passwort, was ich dann mit übergebe, mich einzuloggen, dann wird das nie funktionieren. Egal, auch wenn ich das richtige Root-Passwort eingebe, das funktioniert nicht. Und das bringt das Problem mit sich. Dieses C-File-Installationsskript, Setup C-File MySQL.sh, fragt nach dem Root-Passwort mit der Absicht, über den Root MySQL-User die entsprechenden Datenbanken und den C-File SQL-User anzulegen. Und so funktioniert das eben nicht. Und deswegen muss ich eine kleine Anpassung in der MySQL-Datenbank vornehmen, eben zum einen, um die Installation zu vornehmen zu können, und zum anderen, weil ich es einfach gewohnt bin, dass der Root-User sich auch per Passwort authentifiziert und auch andere User da reinspringen können. Und deswegen möchte ich euch gerne kurz einen Artikel von DigitalOcean ans Herz legen, wo das einfach sehr gut drin beschrieben ist. Nämlich, wenn ich suche nach DigitalOcean Ubuntu MySQL, dann findet man dieses, so installieren Sie MySQL auf Ubuntu 18.04. Und wichtig, da ist nicht nur beschrieben, wie man diese Authentifizierungstechnik umstellt, sondern da wird jetzt auch gleich auf sozusagen eine Möglichkeit verwiesen, wie man die eigene MySQL-Installation absichern kann, nämlich mit MySQL Secure Installation. Genau das hier. So, und genau das würde ich auch immer empfehlen, zuallererst zu tun. Also MySQL Secure Installation einmal auszuführen. Das sind so das Grundsetup von einfach meiner Datenbank. Da fragt er, also gehen wir mal kurz die Punkte durch. Er fragt zuerst, möchte ich ein Passwort-Validierungs-Plugin aktivieren? Das prüft dann auf oder legt sozusagen Regeln fest, wie lang ein Passwort sein muss, ob Sonderzeichen drin sein muss. Das ist für ein Produktivsystem definitiv erstrebenswert, deswegen würde ich da jetzt Yes wählen. Bei dem Demosystem ist das vollkommen egal, deswegen mache ich jetzt hier lieber Nein oder mache ich einfach Nein. So, aber ich möchte sozusagen den Anonymous-User möchte ich entfernen. Ich möchte ein Remote-Login in die MySQL-Datenbank auch verbieten und ich möchte die Test-Datenbank entfernen und ja, ich möchte auch die Datenbank neu laden. So, das ist sozusagen die Grundabsicherung von meiner SQL-Datenbank. Und jetzt gibt es eben hier unter Schritt 3 in diesem Artikel Einstellen der Benutzerauthentifizierung und der Berechtigung. Und das zeige ich euch ganz kurz eben nochmal. Wenn ich jetzt, hier wird beschrieben, mit diesem Befehl kriege ich jetzt auch die verschiedenen MySQL-User angezeigt. Und hier sieht man eben, der User Root nutzt das Plugin auf Socket und deswegen kann ich mich ohne Passwort anmelden. Und ich möchte das aber umgestellt haben auf MySQL Native Password. So, und auch dankenswerterweise in diesem Artikel wird direkt der entsprechende Befehl mitgeliefert. Und den kopiere ich jetzt einfach hier rein. Alter User Root, also ich ändere den User Root, ändere es auf MySQL Native Password und kann auch hier direkt ein neues Passwort vergeben. So, das sollte im Produktivsystem natürlich nicht C-File sein, sondern sollte irgendwas anderes sein. Und ganz wichtig, am Ende die Flash Privileges sollte die Datenbank neu laden. So, jetzt kann ich auch als User C-File mich mit dem User Root verbinden, wenn ich das richtige Passwort kenne. Und das war vorher eben nicht möglich. So, auch das wieder rein nur Vorbereitung für die eigentliche Installation von C-File. Und jetzt geht es wirklich nur noch darum, ich brauche die entsprechende C-File-Server-Version. Also ich gehe hier auf Downloads.
Dann gibt es hier den Sync-Client, Drive-Client, Mobile Apps, die Professional Edition, sondern nein, ich will hier die Community Edition haben. Aktuelle Version ist die 7.04. Und diesen Link hole ich mir einfach. Mal so. Wget. Ah, Entschuldigung, ich bin im falschen Verzeichnis, aber wenn ich es schon als C-File-User mache, dann sollte ich auch ins Home-Verzeichnis gehen, also unter Home C-File und dort die Datei runterladen. So, die wohl runtergeladen. Jetzt habe ich sie hier liegen und mit tar.xvf kann ich sie entpacken. Entschuldigung, muss kurz trinken. So, und jetzt habe ich hier einen Ordner C-File Server 7.04. Und in diesem Ordner selber gibt es jetzt eine Datei, die heißt Setup C-File MySQL. Und die führe ich auch aus. So, und jetzt prüft er zuallererst, sind die entsprechenden Python-Bibliotheken vorhanden, die ich benötige. Das heißt also, hätte ich vorhin diese nicht installiert, hätte er spätestens da angemarkert und gesagt, hey, mir fehlt da ein bisschen was von Python, bis installiere es nach. Aber das ist sozusagen alles okay, weil das haben wir vorhin gemacht. So, ich möchte die Installation starten. Zuerst fragt er mich, wie soll mein Server sich gerne sozusagen selber darstellen. Der heißt C-File Cloud. So, unter welcher Adresse soll er später erreichbar sein? Da trage ich jetzt erstmal die lokale IP-Adresse des Servers selbst ein. Nicht die lokale, sondern auch die, über die es übers Internet erreichbar ist. Das ist jetzt natürlich nur die Anfangskonfiguration. Später werden wir natürlich die Konfigurationsdateien selber anpassen, sodass wir auch eben über cloud.url oder cfile.deineurl.de erreichbar sind. So, als nächstes fragt er, wo sollen die cfile-Daten abgelegt werden, also die Datenblöcke. Das ist vollkommen okay, wenn das einfach im Unterverzeichnis vom cfile-Ordner abgelegt wird. So, welche Kommunikation, welcher Port soll für die interne Kommunikation verwendet werden? 8082 ist auch okay. Und jetzt geht es wirklich an die Datenbanken. Und ich habe eben noch keine Datenbanken für cfile, deswegen sollen die neu erzeugt werden, also create new. Und jetzt fragt er mich natürlich, welchen MySQL-Server soll er verwenden. Der ist auf dem gleichen Server installiert, also das Localhost ist okay. 3306 ist auch okay. Und jetzt fragt er mich eben nach dem Root-Passwort. Also Root-Passwort nicht vom Systembenutzer Root, sondern vom MySQL-Root-User. Weil er damit, ja, okay, ich sollte das vielleicht richtig eintippen. So, genau. Also das wäre sozusagen auch gekommen, dieser gelbe Eintrag, wenn ich dieses Authentication Method nicht geändert hätte, weil, naja, ich bin als User C-File gerade im System drin. Er versucht sich dann mit dem MySQL Root User zu verbinden und dann hätte er gesagt, nee, darfst du halt einfach nicht. Und weil ich das umgestellt habe, darf er das jetzt eben doch. Und jetzt fragt er mich, möchte ich einen MySQL C-File User anlegen? Wichtig, es gibt einen Systembenutzer C-File, unter dem der C-File-Dienst läuft. Und es gibt einen SQL-User, C-File, der die Datenbankzugriffe managt. Die können komplett unterschiedliche Passwörter haben, sind auch zwei komplett unterschiedliche Benutzer. Der Einfachheit halber sind sie trotzdem, heißen sie bei mir immer beide C-File. Genau, ich vergebe jetzt hier einfach ein einfaches Passwort, weil es einfach ein Demosystem ist. So, und jetzt fragt er mich noch, wie sollen die Datenbanken heißen? Das belasse ich alles auf Standard. Genau, ich kriege nochmal die Zusammenfassung, drücke auf Enter. Und jetzt erzeugt er mir sozusagen die C-File-Konfigurationen, legt mir die Datenbanken an und sagt, hey, alles super, jetzt kannst du sozusagen C-File starten. So, ich gehe nochmal kurz eine Ebene höher, um jetzt zu zeigen. Also er hat mir einen Conf-Ordner, einen CCNet-Ordner, C-File-Data, C-Updater-Ordner angelegt. Und auch ganz wichtig, er hat mir hier einen symbolischen Link C-File-Server-Latest auf diesen Ordner C-File-Server 7.04 angelegt. Und das ist... Ich möchte ganz kurz die Gelegenheit ergreifen, zu erklären, warum das so besonders ist oder was daran eigentlich so cool ist an diesem Aufbau. C-File ist nämlich so strukturiert, dass man beliebig viele Versionen nebeneinander installieren kann und dadurch auch der Update-Prozess super einfach wird und das Ganze wird gesteuert über einen symbolischen Link. Also spielen wir kurz durch, was würde passieren, wenn jetzt eine C-File-Version 7.05 rauskommen würde. Dann würde ich einfach mir diese Version C-File 7.05 als Target-Set runterladen in den gleichen Ordner, entpacken. Und dann hätte ich eben einen Ordner C-File Server 7.04 und ich hätte einen Ordner C-File Server 05. Und je nachdem, ob dieser symbolische Link C-File Server Latest auf die 04 oder die 05 verweist, habe ich sozusagen die neuere oder die ältere Version. Das heißt, ich kann auch nach jedem Update beliebig wieder zurückspringen auf die alte Version, weil ich feststelle, vielleicht mein Customizing, meine Farbgebung, meine individuellen Prozesse funktionieren einfach auf irgendwelchen Gründen nicht. Dann kann ich einfach wieder zurückspringen, weil ich einfach nur diesen Symlink umsetzen muss. So, und das Schöne ist halt eben, die Konfigurationsdateien, die liegen alle unter Conf oder auch die Datenblöcke, sie liegen alle außerhalb von diesem C-File-Server-Ordner. Das heißt also, die sind komplett unabhängig davon, ob ich Updates oder
Versionsrücksprünge mache, das ist vollkommen egal. Im Endeffekt, also beispielsweise, ich habe eine Version 7.05 und die passt mir nicht, ich kann einfach wieder zurückspringen, weil alles andere einfach stabil bleibt. Und deswegen, also in meinen vielen Jahren der C-File-Erfahrung hatte ich noch nie wirklich Probleme, ein Update sowohl von Community zu Professional als auch zu einer höheren Version zu machen oder auch wieder Rücksprünge zu machen, weil das einfach so klar getrennt ist zwischen der C-File-Server-Versionsordner, der verändert sich und alles andere bleibt einfach konstant. So, es soll natürlich nicht heißen, dass es da manchmal nicht auch Herausforderungen gibt, aber es ist nie was sozusagen Kompliziertes gewesen. Also ich hatte war noch nie irgendwie betroffen von, dass ich da irgendwie tiefer graben musste, sondern es waren dann wirklich irgendwelche Kleinigkeiten, die ich einfach entweder vergessen hatte oder nicht beachtet hatte. Ansonsten ist dieses Update-Verfahren wirklich super, super simpel, nämlich runterladen, entpacken, dann in den entsprechenden C-File-Server neuen Ordner reingehen. Das wäre dann eben in diesem Fall 05. Dann gibt es einen Upgrade-Ordner. Und hier gibt es dann einfach Upgrade-Skripte. Und wenn ich zum Beispiel von der Version 7.04 auf 05 updaten will, dann muss ich einfach nur ein Minor-Upgrade einmal durchführen. Dann durchsetzt er mir automatisch hier diesen Symlink neu und dann habe ich die neueste Version. So, ganz kurz, das war sozusagen eine Kurzexkursion zum Thema Update und Upgrade. Es wird sicher noch ein Video geben von, wie grade ich ab von Community zu Professional. Aber grundsätzlich einfach ist es wichtig, dass die Leute wissen oder dass man weiß, wie C-File strukturiert ist, nämlich es gibt den Versionsordner und sozusagen die nebengelagerten Ordner, die konstant bleiben. So, starten wir kurz C-File. Das mache ich ganz einfach, indem ich den Ordner reingehe und dann einfach C-File sh start eintippe. Dadurch starte ich den Serverdienst C-File und dann starte ich auch noch die Web-Oberfläche mit C-Hub start. Wenn ich das erste Mal dieses starte, fragt er mich nach meinem initialen User. Also mein initialen Admin-User, der wird auch automatisch mit Admin-Rechten versorgt. So, ganz kurz konzentrieren. So, wunderbar. Mein initialer C-File-Admin wurde angelegt und C-File ist jetzt auch bereit. So, schauen wir ganz kurz, ob mein System jetzt auch schon erreichbar ist. Ihr erinnert euch wahrscheinlich, ich hatte angegeben 9260, 9350 und wie gesagt, auf dem Port 80 und 443 wird er nicht hören, sondern er hört auf dem Port 8000. Ah, da fällt mir auch gleich auf. Gut, das wird jetzt nicht funktionieren auf dem Port 8000. Warum nicht? Weil er hier ganz klar sagt, der Webs, also C-File bringt seinen eigenen Webserver mit in Form von Junicorn. Der erwartet aber nur Zugriffe von sich selbst. Warum? Weil man typischerweise vor C-File ein Apache oder ein Nginx legt, der dann per Reverse-Proxying die Anfragen umleitet an den C-File-eigenen Server. Und deswegen werden eben, damit man das nicht umgehen kann, indem man einfach den Port eingibt hinten dran, hört er nur eben auf die eigenen Anfragen und das müssen wir erst einmal umstellen, sonst wird er da nicht drauf reagieren. So, ich wechsle also den Konfigurationsordner. Also nur kurz, ich kriege hier keine Verbindung hergestellt. Wenn ich aber im Junicorn-Ordner hier dieses Bind ändere von 127 auf 000 8000 und dann eben C-Hub stoppe und wieder starte, dann sollte jetzt auch der Webserver Junicorn von C-File, der bei C-File mitkommt, auf genau, 0000 hören und jetzt sozusagen auch meine Anfrage hier beantworten. Wunderbar, das sieht schon ganz gut aus. Jetzt kann ich mich auch mit meinem initialen angelegten Admin-User einloggen und ich sehe, ich habe jetzt hier installiert C-File-Version 7.04 Community und ja, also im Endeffekt, ich hatte es hier ja schon angedeutet, ich will auch eine gewisse Kontrolle der Funktion machen, deswegen machen wir das zuallererst. Also ich versuche einfach mal eine neue Bibliothek anzulegen, Test, dann lade ich immer eine Datei hoch, zum Beispiel eine Bilddatei. Ich schaue mir die an. Okay, wunderbar, das geht auch. Ich erzeuge einen Download-Link, den ich wiederum dann aufrufe. So, hier steht auch das, was ich jetzt vorhin angegeben habe. Also wenn ich da vorhin eine URL angegeben hätte, würde die jetzt hier stehen. Und wenn ich darüber die Datei wieder runterladen kann, dann ist sozusagen die zentralen Funktionen, nämlich das Up- und Downloads, sind sozusagen gegeben. Auch der Freigabelinks, das ist alles super. Was ich dann typischerweise noch teste, ist die Kommentarfunktion, weil die immer mal wieder sozusagen datenbanktechnisch ganz spannend ist und angepasst wurde. Deswegen habe ich mir das angewöhnt, die einfach immer zu testen. Okay, wunderbar, hat auch alles geklappt.
So, einmal noch einen kurzen Absprung in den Admin-Bereich. Okay, alles da. Das sind so die typischen Dinge, die ich prüfe. Wenn ich noch so Funktionen habe wie Online-Collaboration mit Hilfe von OnlyOffice, dann teste ich auch das. Wenn ich Antivirenprüfung habe, teste ich auch das. Wenn ich Volltextsuche habe, teste ich auch das. Aber sozusagen die Kernfunktionalitäten von Cify, wenn ich Dateien über die Weboberfläche hochladen kann, runterladen kann und einen Download-Link erzeugen kann und darüber Daten abrufen kann, dann sind die wichtigsten Funktionalitäten von Cify einfach da und dann kann ich davon ausgehen, dass auch die Synchronisation einwandfrei funktioniert. Und damit haben wir sozusagen das hergestellt, was ich erreichen wollte, nämlich wir haben hier unseren Cify-Server installiert, wir haben das System erreichbar gemacht über den Port 8000 und könnten jetzt von jedem beliebigen Notebook, PC, Smartphone, entweder per Weboberfläche oder über die jeweiligen Clients direkt auf Cify zugreifen und anfangen mit Daten zu synchronisieren oder Daten auch zu speichern, hoch und runter zu laden. Genau. Wunderbar. Damit kommen wir auch schon zum Ende vom Teil 1. Im Endeffekt, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen hoch, beziehungsweise wenn du mehr von solchen Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten diesen Kanal, dann wirst du immer direkt informiert, wenn ich neue Videos zu Cify 7 veröffentliche. Und ja, mein Name ist Christoph Dulig-Brenzinger von Datamate und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns in den nächsten Videos von Cify 7 ganz einfach wiedersehen.